Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Webinar. Direkt am Anfang wieder die Frage an Sie und die Bitte, sich kurz zu äußern, ob Sie mich klar und deutlich verstehen, damit wir das soweit wissen. Das sieht gut aus. Perfekt. Dann nochmal ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Philipp Bruns. Im Namen von Linksbroker begrüße ich Sie recht herzlich zu unserem heutigen Webinar am Donnerstagabend. Es geht um das Hedging mit Futures. Ja, eigentlich sowieso immer ein aktuelles Thema, insbesondere heute beispielsweise vor der EZB-Sitzung natürlich umso mehr. Fragen kommen auch von unseren Kunden natürlich, wie man sich absichern kann vor solchen Events. Deswegen denke ich, heute durchaus passend gewählt, das heutige Webinar. Gegeben wird es durch den René Bertheit, seit vielen, vielen Jahren als Trader und auch als Trading Coach unterwegs. Und er wird Sie da heute in das Thema Hedging weiter einführen. Genau, dann noch der Hinweis, dass wenn Fragen auftauchen sollten von Ihrer Seite, sind Sie gerne eingeladen, diese zu stellen, und wir werden dann natürlich nach Möglichkeit auch während des Webinars darauf eingehen. Dann übergebe ich jetzt das Wort an den René und wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob Sie den Markt heute verfolgt haben, ging ja zum Teil heiß her. Das war schon eine, es war jetzt nicht der gigantisch große Handelstag, aber wenn man mal vergleicht, was zum Beispiel im DAX und Co. in den letzten Tagen an Bewegung zu sehen war, dann war das heute doch schon mal eine ganz andere Hausnummer. Dann kam natürlich auch noch Herr Trump beziehungsweise der Handelsstreit zwischen den USA und China dazu. Und das sorgte dann auch gleich mal für mehrere Schübe im Intraday-Handel. Und da ist natürlich nicht verkehrt, wenn man zumindest weiß, wo man mit seinen Positionen steht. Und gerade auch bei News, die man schon im Vorfeld kennt, also wo zumindest der Termin schon mal feststeht, wie bei der EZB-Zinsentscheidung, kann man sich natürlich auch vorbereiten, eben mit Hedges, und darum soll es heute gehen. Sie sehen hier schon parallel dazu erst einmal den Disclaimer, immer wieder das Gleiche in Richtung Risiko hinweisen. Klar übernehmen wir hier oder mache ich hier keine Empfehlungen im eigentlichen Sinne, sondern sage Ihnen meine Meinung. Und letztendlich ist natürlich auch das Risiko an der Börse, egal wie wir es drehen und wenden, nicht wegzureden und nicht wegzudenken. Ja, auch mit dem heutigen Thema nicht, denn das Hedging selbst, das beschäftigt sich ja letztendlich auch mit dem Risiko allgemein. Und um es auch mal vorwegzunehmen, vielleicht als Einstieg in diese Thematik, ja, ganz klar und deutlich, mir stehen die Nackenhaare zu Berge als Trading Coach, wenn ich wirklich sehe, was, also wie das Hedging als Wort, als wirklich sinnvolles Feature, als sinnvolles Produkt, als sinnvolle Strategie von privaten Tradern größtenteils missbraucht wird. Und lange Rede, kurzer Sinn, da möchte ich heute natürlich ein bisschen mit aufräumen, denn ohne Zweifel, Hedging ist eine spannende Geschichte, auch eine wichtige Geschichte, aber es wird von den meisten Tradern, privaten Tradern, völlig verkehrt angefasst und völlig verkehrt verstanden. Und am Ende muss man sogar sagen, missbraucht. Warum, wieso, weshalb, das will ich, wie gesagt, heute mit Ihnen kurz besprechen. Wie immer in den Webinaren haben Sie die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Dann nutzen Sie hier den Fragenbereich. Dort kann ich dann darauf eingehen. Und ja, wie so bei mir mehr oder minder üblich, möchte ich das Ganze tendenziell am Ende des Webinars dann beantworten, einfach damit wir den roten Faden nicht verlieren, und eventuell klärt sich vielleicht auch die ein oder andere Frage schon zwischendurch. Und grundsätzlich auch, natürlich sind auch mehrere Fragen beziehungsweise Fragen auch mal in etwas abseits des Feldes möglich, denn das ist schon mal ein kleiner Hinweis, wir sehen uns zumindest jetzt in der aktuellen Reihe von meiner Seite aus noch einmal zu meinem Trading-Stil, den ich vorstellen möchte, hier im Rahmen der Webinare mit Links, und danach weiß ich nicht, wie es weitergeht. Also falls Sie da noch Fragen an mich haben, zwei Chancen haben Sie noch, heute und nächste, in der nächsten Session. Und insofern bin ich mal gespannt, ob sich der Fragenbereich heute noch füllt. Aber starten wir mit dem Thema Hedging, mit Futures im Crash verdienen. Ist natürlich eine sehr, sehr spannende Geschichte, eine sehr wichtige Geschichte. Und ja, vor diesem Hintergrund wollen wir jetzt mal zunächst einmal definieren, was überhaupt das Hedging ist. Denn das ist natürlich der erste wichtige Aspekt. Und dieser Aspekt ist sicherlich alles andere als leicht. Was ich mir da aber
im Grunde gedacht habe, ist, wir machen es uns sehr, sehr einfach. Ich nehme einfach mal eine gängige Definition. Wikipedia ist immer so eine schöne Stelle und es beschreibt das Hedging eigentlich relativ gut. Und zwar kommen hier tatsächlich alle Wörter drin vor, die für den Trader auch am Ende wichtig sind. Und zwar ein Hedge oder ein Sicherungsgeschäft bezeichnet ein Finanzgeschäft zur Absicherung einer Transaktion gegen Finanzkrisen wie beispielsweise Preis- oder Wechselkursschwankungen, Klammer auf, Volatilität. Wer eine Transaktion absichern möchte, geht zu diesem Zweck eine weitere Transaktion ein, die mit der zugrunde liegenden Transaktion gekoppelt ist. Dies findet gewöhnlich in der Form eines Termingeschäftes, Ergänzung, also zum Beispiel Futures, statt. Ein perfekter Hedge als theoretisches Konstrukt würde jegliches systematische Risiko eliminieren. Ist jetzt so eine Definition. Ich bin ein Freund von Definitionen. Aber man muss ganz klar sagen, bei Definitionen und auch bei dieser Definition steckt wirklich hinter jedem Wort eine Bedeutung. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen. Man sollte das nicht so Pi mal Daumen lesen. Perfekter Hedge, jegliches systematisches Risiko wird eliminiert. Eine Transaktion, die aber mit einer anderen gekoppelt ist. Das sind also allein dieses Wort gekoppelt sind halt sehr, sehr wichtige Dinge. Und genau vor dem Hintergrund, wenn man das so liest, dann ist natürlich auch relativ schnell klar, warum so viele Trader und so viele private Trader so unheimlich fasziniert vom Hedgen sind. Ich meine, ganz ehrlich, wer hätte das nicht? Wir haben auf der einen Seite ein Depot, auf der anderen Seite machen wir in Kombination mit diesem Depot eine weitere Transaktion, unseren Hedge und am Ende null Risiko. Jawohl, besser geht's doch nicht. Weiß gar nicht, was der Bert halt da in Webinaren wie Trading-Nische oder wie Risiko- und Money-Management erzählt hat. Wir hedgen uns einfach und schon haben wir kein Risiko mehr und sind die Könige der Welt. Das ist natürlich schon eine spannende Geschichte, aber Sie ahnen schon, so einfach wird es nicht funktionieren. Denn zwischen Risiko und Gewinn gibt es einen ganz klaren Zusammenhang. No risk, no fun oder no money könnte man auch sagen, denn Risiko und Rendite gehen immer Hand in Hand. Sie gehen immer mit einem, also stehen in einem sehr, sehr engen Zusammenhang. Ob dieser Zusammenhang jetzt wie hier in der Grafik als gerade dargestellt ist oder ob sich daraus irgendeine Kurve ableitet, also zum Beispiel hier mit einer exponentiellen Kurve oder was auch immer, sei völlig dahingestellt. Der entscheidende Aspekt, der entscheidende Hintergrund ist recht simpel. Wir haben hier in dem Diagramm im Grunde auf der einen Seite den Gewinn des Traders, den Gewinn des Investors, ja, oder den potenziellen Gewinn des Traders und Investors abgebildet. Und auf der anderen Seite das Gegenteil von Risiko, nämlich die Sicherheit. Und die Sicherheit könnten wir auch als Informationen bezeichnen. Also je mehr Informationen wir haben, je mehr Variablen wir kennen, desto sicherer wird ja letztendlich auch eine Situation. Oder andersherum, desto kleiner wird unser Risiko. Und damit ist klar, je mehr Informationen wir sammeln, je sicherer wir sind, desto weniger werden wir an Gewinn erwarten können. Das ist völlig unabhängig davon, ob Sie jetzt das Ganze beziehen auf einen einzelnen Trade, auf Ihren nächsten Trade, ob Sie das beziehen auf, ja, auf ein gesamtes Portfolio, eine gesamte Strategie, ob Sie das beziehen auf einen einzelnen Tag oder einen einzelnen Monat. Der Zusammenhang ist immer wieder der gleiche. Sie haben im Grunde als Trader die Aufgabe beziehungsweise übernehmen als Trader Risiken. Und für diese Risiken, genau für die Übernahme dieser Risiken, werden Sie bezahlt. Wenn Sie nicht bereit sind, Risiken zu übernehmen, werden Sie auch nicht bezahlt. So einfach ist das Ganze. Es gibt natürlich Situationen, wird vielleicht dem einen oder anderen sofort einfallen, wo man auch risikolos Gewinne erzielen kann. Insider-Informationen. Dann haben Sie ohne Zweifel die Möglichkeit, richtig abzuräumen an der Börse, aber werden vielleicht keine Möglichkeit mehr haben, das Geld auszugeben, weil Sie hinter schwedischen Gardinen landen, denn das ist verboten. Also es gibt natürlich immer irgendwelche Schlupflöcher und Grauzonen. Arbitrage ist ja auch eine gewisse Möglichkeit, aber selbst Arbitrage, wobei Arbitrage als risikoloser Gewinn zählt, selbst das ist es nicht, denn selbst dort übernehmen Sie Funktionen für die Börse, zum Beispiel Liquiditätsbereitstellungen. Sie haben Aufwendungen. Und Sie haben am Ende auch das Risiko, dass Sie Ihre Aufwendungen beziehungsweise die Transaktion, die Sie dort vollziehen, nicht risikolos
auflösen können und dadurch eben ja auch gewisse Gefahren entstehen. Und genau dafür wird auch ein Arbitrageur am Ende bezahlt, also ganz risikolos ist das Ganze auch nicht. Und für uns als Trader im Grunde muss man ganz klar sagen, der perfekte Hedge, das klingt gigantisch, das klingt mega stark, aber wer sich perfekt hedgt, der wird sagen, jawohl, ich gehöre zumindest nicht zu den Verlierern an der Börse, aber gewinnen tue ich auch nichts, weil Risiko und ja, ich sag mal, Performance, wenn man so will, da besteht immer ein entsprechender Zusammenhang. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind Trader, wir wollen aus Kursveränderungen heraus Geld verdienen, Geld erzielen, Profite erzielen, und dafür müssen wir Risiken eingehen. Per sich perfekt zu hedgen, klingt gut, ist aber im Grunde, also steht dem eigentlichen Zweck, warum Sie gerade hier sind, warum Sie an der Börse agieren, vollkommen entgegen. Und da muss man sich ganz klar darüber sein, dass dieses perfekte Hedgen ein Märchen ist. Zumindest im Sinne von dem, was wir als Trader erwarten, nämlich Gewinne zu erzielen. Ich sage das deshalb so deutlich, weil wenn man durchs Internet surft, wenn man Google bemüht, wenn man YouTube sich Videos anschaut, es ist unfassbar, wie viel, ja, ich sag mal, Nonsens da zum Teil erzählt wird. Sie können sich perfekt hedgen, haben dann kein Risiko. Ja, dann verdienen Sie aber auch nichts. Der Satz unter Umständen wird nicht gesagt. Vielleicht weiß der Referent das da auch, aber am Ende sagt er das nicht. Und viele Trader, gerade wenn man neu an der Börse ist, denken dann natürlich, ist ja geil. Da kann ich richtig gut Geld verdienen, wenn ich mich vollkommen abhedge. Aber ja, dass man dann am Ende eigentlich nur Geld aus dem Fenster wirft, weil nämlich ein Hedge auch Gebühren kostet und Co. Das steht dann auf einem ganz anderen Blatt und dann schaut man am Ende dumm aus der Wäsche. Insofern, no risk, no fun, das muss uns klar sein, wir sind Spekulanten, wir wollen Geld verdienen und dann, ja, da müssen wir Risiken eingehen. Trotzdem kann das Hedging eine super feine Geschichte sein. Und wir wollen uns natürlich angucken, wann das der Fall ist. Und beginnen möchte ich dann mit einem kleinen Vergleich, und zwar Hedging, Profis versus Private. Auch hier werden Sie merken, dass dieser Punkt vor allen Dingen dem Halbwissen in Anführungsstrichen geschuldet ist, der im Netz so kursiert, ohne die Rahmenbedingungen klar zu nennen. Denn konsequenterweise werden Sie bei einem Profi allgemein, also bei dem, was institutionelle Trader allgemein ausmacht, werden Sie immer feststellen, wow, da ist Hedging das Nonplusultra. Und was für die Profis gut ist, kann für uns Private ja nicht schlecht sein. Das ist natürlich Nonsens, weil die Rahmenbedingungen sind ganz andere. Das wollen wir kurz uns anschauen. Nehmen wir zunächst einmal den professionellen Hedger im institutionellen Banken- und Brokerbereich bei Lynx. Ich gehe davon aus, dass Lynx unheimlich viel, wenn sie die Orders jetzt in den Büchern hat und die weiterleitet und so weiter, ein ganz klares und striktes Risiko- und Money-Management betreibt. Das heißt, ganz genau Risikoparameter bereit hat und diese Risikoparameter am liebsten zu null abhatchen möchte. Ganz einfach. Man will als Broker, als Bank, als Intermediär, als was auch immer, als Dienstleister keine Risiken aus Kursspekulationen, Kursveränderungen im Buch haben. Denn all diese Institutionen, und dazu gehören spannenderweise auch richtig, also die Leute bezeichnen sich auch als Broker, von ehemals Lehman Brothers bis hin zur Deutschen Bank und Co. Da gehen sie in die Handelsseele und da wird gesagt, wir sind Broker, das sind unsere Trader und die hedgen. Ja, die hedgen aber nur deshalb, weil sie Kundenaufträge verwalten. Lynx, wenn Sie jetzt indirekt, natürlich funktioniert es nicht so ja einfach, wie ich das jetzt sage, aber einfach nur bildlich gesprochen die Kette, wenn Sie einen Future kaufen, quasi übertrieben, das stimmt so nicht, aber dann kaufen Sie bei Lynx. Lynx reicht das weiter und gibt das Risiko damit weiter. Denn verdienen wollen Intermediäre eigentlich nur an ihren Gebühren, an ihren Provisionen und so weiter und so fort. Und dann steht super cool in den Jahresberichten der großen Banken, Goldman Sachs und Co. Wir haben im letzten Jahr im Trading einen Haufen Kohle verdient, haben unsere Risiken gehedged und das ist für uns das Nonplusultra. Ja, weil die an den Gebühren verdienen, an dem Spread, an den Provisionen und so weiter und so fort. Das sind Abwickler von Kundenaufträgen. Nichts anderes als einen jetzt übertrieben formulierten Autoverkäufer, der auch nicht daran verdient, dass das Auto jetzt unbedingt
im Preis schwankt oder ähnliches, sondern dass das Auto vom Hersteller an den Kunden im Grunde weiterreicht. Da gibt es natürlich auch noch eine andere Gruppe. Also das ist wichtig zu verstehen, weil man im Internet, wenn man mit oder auch auf Messen und überall, wo Sie mit Profis, mit Hedging-Profis aus dem institutionellen Bereich sprechen, da werden Sie immer auf den Punkt treffen, Hedging ist wichtig. Das ist für die sogar überlebenswichtig. Nur eben aus einer ganz anderen Perspektive heraus. Es gibt auch einen Bereich, der zumindest ansatzweise mit uns als Trader vergleichbar ist. Denn es gibt natürlich auch das institutionelle Investment, institutionelle Trading. Da könnte man ja denken, okay, das sind ja auch Händler im eigentlichen Sinne wie wir. Die parken zwar auch Kundengelder, aber konsequenterweise wollen die ja auch am Markt Geld verdienen. Sie wollen besser abschneiden als der Markt, weil dann kriegt ihr Fonds und Co. kriegt das neues Kapital. Und deshalb ist das dort natürlich ja schon mit uns als private Trader vergleichbar. Und ja, diese Institutionen hedgen zum Teil ebenfalls unheimlich stark. Sie wollen einfach tatsächlich gewisse Risiken eliminieren. Zum Beispiel, wenn man einen Fonds in Deutschland hat, der in Deutschland gelistet ist, wo viele deutsche Kunden dabei sind, und international in Aktien engagiert ist, möchte man eventuell das Währungsrisiko rausnehmen. Also hier ist es durchaus, kommt es tatsächlich dazu, Risiken zu eliminieren. Ein ganz beliebtes Spiel bei dem einen oder anderen, vielleicht auch kleineren Fonds ist, zum Beispiel, wenn man eine Outperformance gegenüber dem Markt hat, weil jeder Fonds muss sich im Vergleich zu dem Vergleichsindex schlagen, gut schlagen, besser schlagen und wird auch mit Blick auf diesen Vergleichsindex bewertet. Und wenn man besser ist als der Vergleichsindex, kriegt man neue Kunden. Neue Kunden bedeuten neues Geld bedeutet neue Provision. Ergo gibt es da auch zum Beispiel bei kleineren Fonds die Option und die Möglichkeit, dass man sagt, Mensch, wenn man gut dasteht, nehmen wir mal an, es ist März, es wird ja mal jahresvergleichend gemacht, es ist März, wir haben eigentlich noch mehr als oder circa drei Viertel des Jahres vor uns, aber der Fonds steht schon relativ gut da. Dann kann es Ihnen passieren, dass der Fonds auf einmal nur noch den Markt im Grunde mit irgendwelchen Produkten abdeckt, sich gegen gewisse Ausfallrisiken nach unten, Abwärtsbewegungen abhedgt und sagt, ich mache jetzt gar nichts mehr, sondern ich verwalte nur noch das, was der Markt eh hat, weil ich bin ja eh schon 5% besser als der Markt. Wenn ich jetzt nur noch genauso viel oder ein bisschen weniger verliere als der Gesamtmarkt, stehe ich am Jahresende sogar noch besser da. Perfekt läuft die Kunden sind zufrieden, mein Fonds läuft besser als der Gesamtmarkt, alle Ziele erfüllt. Und da kommen wir wieder auf den Punkt. Ja, diese Institutionen hedgen. Und das ist dort ebenfalls eine sehr, sehr wichtige Komponente. Aber auch hier sind die Rahmenbedingungen gänzlich andere. Denn ein großes Problem von Fonds oder solchen großen Handelsinstitutionen ist einfach die fehlende Flexibilität. Die haben sowohl von der Organisationsstruktur solche langen Reaktionsketten, dass es problematisch ist, dort schnell zu reagieren, Aktien schnell zu kaufen oder verkaufen. Ergo muss man schon länger planen, um sich gegen gewisse Risiken im Grunde abzusichern. Das Zweite ist, dass also nicht nur aus organisatorischen Gründen heraus, müssen Sie sich absichern, sondern dass Sie auch durch Ihre große Kapitaldecke den Markt bewegen würden. Weil wenn gerade so, nehmen wir mal so einen kleinen Nebenwertefonds, der sich gerne gegen Marktrisiken absichern möchte, wenn der jetzt anfängt, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, dann bewegt er den Kurs. Um das auch mal zu vergleichen, Sie sehen das Fondsvolumen bei einigen Institutionen. Und da stehen dann mal 500 Millionen, 1 Milliarde, 10 Milliarden, 50 Milliarden, was auch immer dort an Anlagevermögen vorhanden sind. Wie viel traden Sie? Vergleichen Sie das mal. Versuchen Sie mal 1 Milliarde Euro am Tag irgendwo in irgendeiner Aktie unterzubringen. Das ist gigantisch. Da bewegen Sie den Kurs. Ergo ist doch logisch, dass aus dieser Perspektive heraus der Profi sagt, in Hedging für mich ein absolutes Spitzenprodukt. Absolut notwendig, auch hier zum Teil überlebensnotwendig. Trotzdem muss man doch fragen, ob das für uns auch so gilt. Sind die Rahmenbedingungen die gleichen? Aber da die privaten Trader das ja genauso hören, gehen sie dann auch hin und sagen, natürlich mache ich auch, ich hedge auch ab. Und dann sehe ich das als Coach immer wieder, wie gehedged wird, wie verrückt. Und zwar aus zwei Gründen. Und zwar entweder, weil man überhaupt keine Ahnung hat, was Hedging bedeutet, weil man den Rendite-Risiko-Zusammenhang nicht
versteht oder weil er einfach nicht bekannt ist und man dann tatsächlich denkt, wenn ich meine ganzen Risiken gehedged habe, dann verdiene ich trotzdem noch genug Geld, was natürlich völliger Blödsinn ist. Denken Sie an unseren grundlegenden Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite, der ist nämlich fallend. Also je weniger Risiko ich akzeptiere, desto weniger Gewinn kriege ich, zumindest von der Grundstruktur her. Insofern ist dieser Zusammenhang natürlich völliger Nonsens und am Ende wird auch der Trader, der private Trader das sehen, wenn er nämlich sagt, oh, verdammt, warum gewinne ich denn nichts? Ich habe doch mit meiner Aktie richtig gelegen, das läuft doch, ja, weil der Hedge dagegen steht und alle Gewinne wieder auffrisst. Denn Hedging bedeutet am Ende auch, ja, Kosten zu produzieren. Und der zweite Punkt, und der ist fast immer noch viel deutlicher zu erkennen, man hedgt aus rein emotionalen Gesichtspunkten heraus. Das heißt, hier wird einfach versucht, mit einem Hedge irgendwas zu übertünchen, was ja mehr oder minder in der eigenen Person begründet ist. Zum Beispiel, ganz beliebt, man will einfach keine Verluste realisieren. Ist doch geil. Ich bin im DAX vor der EZB-Sitzung zwar schon seit 3, 4, 5 Handelstagen short oder auch in den US-Indizes, in den Micro-Futures oder wo auch immer schon short bis zur, bis zum Konto, wo auch immer. Und jetzt kommt ja die EZB und das könnte ja, wer weiß. Und hier, ach, ich hedge mich mal ab. Ich nehme mal einen Hedge herein und hedge mein ganzes Portfolio hundertprozentig ab. Dann habe ich ja keinen Verlust realisiert. Das ist meine Short-Position bei den Kursgewinnen, die wir am Markt in den letzten Tagen gesehen haben, im Verlust stehen. Und das Buchverluste sind, das sind ja nur Buchverluste. So ein Hedge dagegen, alles im grünen Bereich, das spannenderweise damit im Grunde nichts anderes gemacht wird als Verluste in einer gewissen Art und Weise zu realisieren und eigentlich nur mehr Kosten zu produzieren, ist dem Trader gar nicht bewusst. Aber aus emotionalen Gesichtspunkten fällt es vielen Tradern tatsächlich viel leichter, Buchgewinne oder Buchverluste zu hedgen, anstatt sie zu realisieren. Das ist zum Beispiel ein Punkt, warum das Hedging so beliebt ist. Es ist in meinen Augen auch eigentlich der Punkt, warum es so ultra beliebt ist bei den Tradern, selbst wenn man den ersten Zusammenhang kennt. Weil tatsächlich ist es möglich, im Zweifelsfall mit dem Hedging ein Konto aufzubauen, was niemals einen Verlust trägt, im ganzen Leben niemals einen realen Verlust trägt, erleidet. Dass man dann das Konto zwar trotzdem ruiniert ist, weil man zwar auf dem Haufen Buchverluste sitzt, ist völlig egal. Ich habe wirklich Trader gesehen, die hatten eine Position, gerade bei Zertifikatehändlern und CFD-Tradern ist das ultra beliebt, solch ein Spiel. Und da muss man doch sich mal wirklich fragen, macht das Ganze Sinn? Denn wenn Sie, ich nehme mal wirklich das Beispiel Zertifikate, weil es da wirklich ultra beliebt ist, wenn man Zertifikate in der Einrichtung hat, wenn die im Plus oder Minus stehen, ist ja völlig egal und man will sich gegen eine anderslautende Entwicklung absichern. Nehmen Sie an, Sie haben 1000 DAO-Zertifikate im Portfolio oder nehmen wir ein einfaches Beispiel, wo es vielleicht noch deutlicher wird, wenn Sie hier mit Futures unterwegs sind. Wobei mit Futures funktioniert das gar nicht, weil da wird das automatisch gegengemanagt. Wenn Sie ein Future kaufen, im Depot haben, ein Micro-Future auf den DAO oder den S&P, den Micro-S&P und drücken auf Verkaufen, dann wird die offene Position geschlossen und nicht ein Hedge aufgebaut. Aber genau das macht man bei 1000 Zertifikaten im Depot. Also im Future ganz vernünftig, weil es mathematisch gesehen das Gleiche ist. Wenn ich ein Future im Depot habe und ein Future shorte, dann bin ich flat, dann habe ich keine Position. Keine Position heißt kein Risiko. Bei Zertifikaten läuft das eben anders und deswegen ist das so beliebt. Auch bei CFDs kann man das machen. Man hat 1000 Zertifikate auf den DAO im Depot, dann kauft man halt 1000 Short-Zertifikate. Dass der Trader im Grunde nur doppelt Gebühren produziert, ist ihm gar nicht bewusst. Weil 1000 Long-Zertifikate und 1000 Short-Zertifikate, Preisveränderung gleich Null. Das Einzige, was der Trader hat, er hat doppelt Spread und doppelt Gebühren bezahlt. Dasselbe bei CFDs. Sie haben 10 CFDs Long im DAX, gehen vor den EZB-Zahlen, vor der Sitzung 10 CFD Short. Dann ist das durchaus möglich, beim CFD-Broker 2 Positionen aufzumachen. Und am Ende ist es aber trotzdem, Sie werden sehen, Ihr Konto wird sich nicht mehr bewegen. Perfekt gehedged, keine Renditechancen mehr, dummerweise. Aber im Grunde ist es nichts anderes, als ein Konto einzufrieren. Das macht keinen Sinn, auch nicht aus zum Teil emotionalen Gesichtspunkten heraus. Insofern ist das natürlich ein absolutes No-Go und das sollten Sie ohne Zweifel vermeiden. Das Hedging ist deshalb für private Trader nicht uninteressant. Nur eben sind die
Ausgangspunkte sind diese Ausgangspunkte, diese Annahmen, diese Ziele völliger Nonsens und das sollten Sie nach Möglichkeit absolut vermeiden. Was ist denn nun sinnvolles Hedging für private Trader? Da kann man natürlich sehr, sehr viel drüber erzählen, sehr viele Fallbeispiele bringen und so weiter und so fort. Da ich einfach, da unsere Zeit nicht ausreicht und da es auch viel sinnvoller ist, eben ein bisschen allgemeiner zu bleiben, damit Sie auch zukünftig selbst überlegen können, macht ein Hedge für mich Sinn oder macht er keinen Sinn? Nehmen Sie es einfach so, wie es ist. Ein Hedge ist nichts anderes als eine Versicherung. Eine Versicherung, um Ihr Depot gegen irgendeine Art von Risiko, zumindest in gewissem Rahmen, zu schützen. Und diesen Rahmen können Sie über die Versicherungshöhe selbst bestimmen. Sie können auch Ihr Kapital im weitesten Sinne damit schützen. Und insofern haben Sie ganz viele Stellschrauben. Sie können sich anschauen, was für Risiken wollen Sie abhatchen? Wie hoch soll das Risiko sein, was Sie abhatchen wollen? Wollen Sie stark sich hedgen? Wollen Sie sich wenig hedgen? Wollen Sie sich gegen Kursveränderungen hedgen? Wollen Sie sich gegen Volatilität hedgen? Und so weiter und so fort. Aber, und das ist auch wichtig, denken Sie immer daran, wenn wir einfach das Hedging als eine Art Versicherung bezeichnen im weitesten Sinne, dann haben wir dafür Kosten zu tragen. Und diese Kosten habe ich hier mal mit Absicht als Versicherungsprämie bezeichnet, weil es eben nicht immer nur geldliche Kosten sind. Es könnten auch andere Kosten sein. Also man könnte es auch allgemein schreiben, wenn ich hedge, habe ich auch einen Nachteil. Direkt in Geld messbar, indirekt in Geld messbar, zeitlich messbar, aufwandstechnisch messbar und so weiter und so fort. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach, weil mit diesem Wissen beziehungsweise vor diesem Hintergrund werden Sie sich vor jedem Hedge, den Sie eventuell planen, wo Sie überlegen, lohnt es sich zu hedgen, sollte ich einen Hedge machen, mache ich einen Hedge, immer daran denken, machen Sie eine Kosten-Nutzen-Analyse. Es ist jetzt völlig egal, ob Sie gerade zum Beispiel ein Aktienportfolio haben und überlegen, ob Sie mit einem, in den USA, ob Sie mit einem Micro-Future auf die Indizes sich gegen eine bärische Marktentwicklung hedgen wollen. Oder ob Sie sich gegen Währungsrisiken mit dem Euro-Dollar-Future hedgen wollen. Oder ob Sie sich gegen Volatilitäten hedgen wollen. Es ist völlig egal. All das wird Sie in irgendeiner Art und Weise im weitesten Sinne etwas kosten, Zeit, Geld und so weiter und so fort. Und was bekommen Sie dafür? Und das können Sie tatsächlich steuern. Das heißt, hier haben Sie wirklich logischerweise, wenn Sie, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, wenn Sie sich gegen eine Abwärtsbewegung in den Märkten, in Aktienmärkten in den USA abhatchen wollen und oder auch in Deutschland können Sie nehmen, was Sie wollen. Wir nehmen jetzt mal USA, dann nehmen wir den Micro-Future als, den S&P Micro-Future als entsprechendes Future-Produkt dagegen. Sie haben ein Portfolio von 100.000 US-Dollar und wollen sich jetzt gegen fallende Kurse von vielleicht 10-15% im S&P oder im breiten Aktienmarkt, die Sie erwarten, wollen Sie sich abhatchen, dann wissen Sie, okay, das sind vielleicht 10.000, 15.000 Euro Verlust, die ich akzeptieren muss. Und dann kann man ganz einfach überlegen, okay, wie viel Futures muss ich dagegen stellen, um entweder diese 10.000, 15.000 Euro Verlust komplett zu kompensieren, um sie teilweise zu kompensieren, um sie über zu kompensieren. Auch das geht natürlich, wenn Sie wirklich sehr überzeugt davon sind, dass die Märkte fallen, Sie Ihre Positionen aber noch halten wollen. Wir kommen gleich auch dazu, warum man die noch halten könnte und halten wollen könnte. Und dann wollen Sie sich abhatchen, dann können Sie auch sagen, ja, okay, dann mache ich das sogar so. Ich habe eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs fällt. Also gehe ich sogar in Anführungsstrichen doppelten Positionsgröße in die Gegenrichtung Short, habe mich also nochmal mehr als notwendig gehedged, nur um mein Portfolio abzusichern, sondern ich mache auch eine gewisse Art von Spekulation noch dazu und so weiter und so fort. Das ist Ihnen überlassen. Da gibt es auch kein, das ist das Beste und das ist das Schlechteste. Wie gesagt, denken Sie bitte daran, das ist eine Aussage, die treffe ich hier gegenüber Ihnen als privater Trader. Wenn Sie zu einem institutionellen Händler gehen, in der Bank, der schlägt die Hände über den Kopf und sagt, wie kannst du denn diese oder jene Formel nicht kennen beim Hedgen? Oder natürlich gibt es eine ganz klare Aussage, ist doch logisch, weil der Händler in der Bank hat ein ganz klares Regelwerk, was der darf und was er nicht darf. Auch schon aus gesetzlichen Rahmenbedingungen her. Das haben wir aber nicht.
Deshalb muss man da ganz genau aufpassen. Für uns als private Trader ist es wirklich so, wir müssen nicht hedgen. Wir können hedgen und wir können uns auch selber aussuchen, wie wir hedgen wollen. Und dann erinnern Sie sich bitte an unser Webinar zum Thema Trading-Nische, weil da habe ich gesagt, Sie sollen einen Businessplan erstellen und in dem Businessplan steht auch Ihre Risikoneigung drin. Und da können Sie sagen, okay, jemand, der wahrscheinlich risikofreudiger ist, wird etwas weniger Hedging betreiben, als jemand, der risikoscheuer ist. Der wird eventuell etwas mehr sich abhedgen wollen. Insofern, diese Kosten-Nutzen-Analyse kommen Sie nicht drum herum. Diese pauschale Antwort werden Sie wahrscheinlich, wenn Sie irgendeinen Fragen auch bekommen, ja, du musst 10% deines Portfolios abhedgen, halte ich für völligen Blödsinn, weil es unter Umständen an Ihrem eigenen Ziel vorbeigeschossen ist. Deshalb immer selbst den Kopf anstrengen. Was ist denn jetzt sinnvolles Hedging bei privaten Tradern? Welche Gründe gibt es denn überhaupt, damit man hedgen kann? Wie gesagt, die Gründe allgemein sind sehr viel. Und ja, es gibt sogar einen, um das mal jetzt so wirklich konfus zu betreiben, es gibt sogar den Grund, dass, obwohl ich hier gesagt habe, never ever emotionales Hedging aus emotionalen Gründen, es gibt tatsächlich sogar die Option, also selbst diese Aussage kann ich nicht, eigentlich darf ich sie nicht so verallgemeinern. Denn wenn ein Trader erfolgreich handelt, obwohl er eigentlich ein objektiv gesehen sinnloses emotionales Hedging betreibt, dann könnte ich natürlich sagen, Mensch, schalte doch mal das Hedging ab, weil das ist eigentlich sinnlos, du verbrennst dadurch nur Geld. Wenn er dann das Hedging abschaltet, das ist tatsächlich schon passiert, habe ich schon gesehen im Coaching, dann war der Trader nicht mehr in der Lage, sein erfolgreiches Trading durchzuführen. Dann habe ich gesagt, jetzt schalt das Hedging wieder an. Es ist zwar rausgeschmissenes Geld, rein objektiv, aber ohne dieses rausgeschmissene Geld kommst du anscheinend nicht klar. Das ist natürlich suboptimal. Objektiv, bei einer Bank würde das ein Kündigungsgrund sein. Aber wir sind halt nicht bei der Bank, also machen wir das, was für uns relativ gut ist, was besser ist, wo wir die wenigsten Kompromisse eingehen müssen. Und da ist dieses emotionale Hedging also durchaus möglich. Wenn man natürlich kann, sollte man es vermeiden. Wenn man nur hedgt, weil man denkt, man macht das nur aus Angst und was auch immer, dann ist es tatsächlich eher ein Punkt, wo man sagen muss, vorsichtig grundsätzlich beim Trading. Weil selbst dann wird das Hedging eventuell mal irgendwann nicht mehr helfen und dann geht es nach hinten los. Aber wie gesagt, der Trader, der war profitabel, hat gut gehandelt, hat nur dieses Hedging als, ich sag mal, Manko in Anführungsstrichen gehabt, aber das war dann okay, konnte er durchführen. Aber es gibt auch sinnvolle Gründe, also auch objektiv gesehen sinnvolle Gründe. Ein einfacher Grund ist organisatorischer Natur. Hört sich simpel an, ist aber so. Ein Hedge ist oftmals einfacher, schneller umzusetzen, als sein Depot anzupassen. Das betrifft alle möglichen Aspekte der Depotanpassung. Den Umfang der Depotanpassung, den zeitlichen Rahmen, die Gebühren. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Depot. Es geht ja immer darum, beim Hedging auch wirklich zwei gekoppelte Geschäfte zu machen. Wenn Sie ein Aktiendepot haben, Sie wollen sich gegen fallende Notierungen absichern, dann müssten Sie natürlich jetzt anfangen, eventuell von jeder Aktie was zu verkaufen. Sie müssten bei jeder Aktie nachrechnen, wie viel darf ich denn verkaufen, damit meine Gesamtstruktur im Portfolio nicht durcheinander gewirbelt wird. Sie müssen viele Transaktionen tätigen, Gebühren also bezahlen, um diese Transaktionen zu tätigen. Da wäre es natürlich auch eine simple Alternative, ein Produkt zu shorten oder auf der Gegenseite als Hedge zu nutzen, welches mit Ihrem Depot in engem Zusammenhang steht, zum Beispiel eben bei US-Aktien die Micro-Futures oder überhaupt Index-Futures. Und je nachdem, wie groß Ihr Depot ist und wie viel Sie absichern wollen, gehen Sie eben in den normalen Future oder in den Micro-Future oder in den Mini-Future hinein und können dann Ihr Depot mit einem Schlag komplett absichern. Also mit einem Schlag komplett meine ich jetzt nicht das Risiko komplett eliminieren, sondern immer Ihren Zielen entsprechend eliminieren. Sie haben auch nur einmal Gebühren. Ich meine, das macht sich schon bemerkbar, ob man 30 Aktien verkauft oder anteilsmäßig verkauft oder ob man nur einen Future als Hedge dagegen stellt. Auch zeitlich und so weiter, denke ich, dürfte klar sein, warum ein Hedge aus solchen Gründen sinnvoll sein kann. Also grundsätzlich organisatorische Gründe für das Eingehen eines Hedges. Ein zweiter Grund für Hedging ist sind steuerliche Gründe. Auch hier wissen wir, wir müssen leider auf unsere Spekulationsgewinne Steuern zahlen. Während wir von den Verlusten, wenn wir Glück haben, noch einen Verlustvortrag kriegen, aber ja, wirklich viel mehr auch nicht. Am Ende müssen wir das Einkommen besteuern.
Ja, während andere Geschäfte da ein bisschen anders behandelt werden, aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich ein durchaus plausibler und wichtiger Grund. Und das machen tatsächlich auch viele private Trader, die ein Aktienportfolio haben, auch ein Aktienportfolio aus längerfristigen Gesichtspunkten heraus oder einen Sparplan haben, also in einem Fonds, in einem ETF oder wo auch immer, wo man einfach auch organisatorisch nicht so einfach rauskommt. Oder eben auch aus steuerlichen Gründen nicht so rauskommt, beziehungsweise rausgehen möchte, weil die Haltefristen vielleicht noch nicht erreicht sind oder weil sie erreicht sind und man, wenn man das verkaufen würde, würde man ja wieder neu anfangen und so weiter und so fort, sodass hier natürlich relativ klar ist, ein Hedge macht relativ viel Sinn. Denn erstens versaut man sich die entsprechenden Fristen nicht und zweitens, wir gehen ja davon aus, der Hedge ist ja gar nicht dazu da, um einen Gewinn zu erzielen, sondern der soll uns ja nur gegen bestimmte Risiken absichern. Und gegen bestimmte Risiken absichern, ich hatte es ja gesagt, Hedging ist Versicherung. Eine Versicherung kostet immer Geld. Und wenn der Schadensfall eintritt, ja, dann werden wir von der Versicherung entschädigt. Aber wenn der Schadensfall nicht eintritt, und das ist ja an der Börse durchaus immer mal möglich, man denkt zwar, die Aktien fallen, aber die fallen nicht, ja, dann hat man eben Kosten produziert. Kosten sind so und so nicht steuerpflichtig, kann man vielleicht sogar noch als Verlustvorteil dann wieder geltend machen und dann hat der Hedge sogar noch einen gewissen, ja, ich sag mal, positiven Nutzen, obwohl man eigentlich einen Verlust damit gemacht hat. Also man gewinnt dann, weil man A, in der wirklich ängstlichen Zeit seine Risiken abgesichert hat, aber B, dann am Ende, es ist glücklicherweise nichts passiert, den Hedge hat man bezahlt und kann sich einen Teil der Konstellation sogar wieder als Steuervorteil zurückholen. Also Sie sehen, da sind ja schon einige Gedanken möglich. Ich bin mir sicher, Ihnen fallen noch viel mehr Gedanken zu diesem Thema ein, was man damit machen könnte. Natürlich, gerade bei solchen Geschichten sollte man immer gucken, dass man auch, wenn es aus steuerlichen Gründen geht, mit vielen ist zu spaßen, aber mit dem Finanzamt nicht. Also bitte dran denken, nicht irgendwie mal selbst was auf die Beine stellen wollen, im Zweifelsfall auch mal nachhaken beim Steuerberater. Ein weiterer Punkt. Und da sind wir dann an dem oder in dem Bereich, wo es wirklich um die Eliminierung von bestimmten Risiken geht. Oder nennen wir es mal nicht Eliminierung, weil Sie wissen ja mittlerweile, Risiken vollkommen zu eliminieren, bedeutet am Ende wahrscheinlich auch, dass Sie überhaupt keine Kursveränderung, keinen Gewinn erzielen können, sondern es geht mehr oder minder um eine gewisse Kontrolle von Risiken, von bestimmten Risiken. Was wäre das zum Beispiel? Haben wir eigentlich schon behandelt? Zum Beispiel eine ganz simple Portfoliobildung. Dass sie wirklich sagen, ich teile mein Kapital eben auf meine Aktieninvestments auf meine Investments, wo auch immer, und nehme aber auch was Konträres dazu. Zum Beispiel eben einen Short in einem Future oder ähnlichem. Einfach sie streuen ihr Kapital, machen also ein zweites Geschäft und machen es aber bewusst in einem Markt, der konträr zu einem anderen läuft. Der also eher entgegengesetzt zu dem Markt läuft. Damit reduzieren Sie entsprechend ja, das Risiko und da kommt dann sogar noch die klassische Portfoliotheorie zum Tragen und Sie haben entsprechend dort Ihr Hedging, Ihr Risiko verdient. Wichtiger Punkt oder möglicher Punkt. Zweiter Punkt, was auch möglich ist, zum Beispiel, wenn Sie eben auf ja, spekulieren wollen, beziehungsweise bestimmte Risiken eliminieren wollen, wie zum Beispiel Volatilitätsveränderungen. Das geht dann natürlich wieder mehr oder minder nur über Optionen und Co. Da ist ja, das spielt ja der Faden der Volatilität bei der Preisbildung noch eine Rolle. Kann man natürlich dort dann auch spannende Produkte kreieren. Will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil es eher in die Optionspreistheorie geht, aber nichtsdestotrotz sind da natürlich auch nochmal Möglichkeiten vorhanden. Die meisten Produkte, wenn Sie im Derivatenbereich unterwegs sind, als privater Händler, Trader, die Sie so kennen, die ganzen Zertifikatetypen basieren ja meist auf einen Mix zwischen Future-Kontrakten, zwischen Terminkontrakten, Optionskontrakten und Basiswerten wie Aktien und Co. Und man mixt das Ganze dann und konzentriert sich durch den Mix auf bestimmte Risiken, die man dann eliminiert. Bei einem ja, Zertifikat, was auf in einer Range Geld verdient, eliminiert man quasi das Risiko steigender oder fallender Notierungen, sondern es ist halt ein Range-Zertifikat. So kann man sich das im Grunde vorstellen. Das ist natürlich da auch noch möglich. Wobei hier, wie gesagt, die Optionen bitte
Wenn wir jetzt über das Hedging sprechen und wenn wir vor allen Dingen vom klassischen Aktieninvestment ausgehen, oh, sind Optionen schon eine Hausnummer. Sich schnell und einfach und auch relativ gut berechenbar gegen Risiken abzusichern, ist mit den Futures zum Beispiel viel, viel schneller und einfacher möglich. Es ist viel direkter, weil eben der Future-Preis, der wird nur durch die Kursveränderung des Basiswertes beeinflusst. Bei Optionen müssen Sie noch die Laufzeit bestimmen, Sie müssen noch die Volatilität bestimmen und da kann man sich auch mal, wenn die Optionspreistheorie nicht beherrscht und die ist nicht einfach, ich glaube, dafür gab es sogar Nobelpreise, dann, also für die Black-and-Scholes-Formel und ja, da sollte man sich schon auskennen. Jetzt funktioniert wieder alles. Wir waren stehen geblieben bei der Sonderform des Hedgings, dem Spread-Trading. Relative Stärke gegen relative Schwäche handeln ist eigentlich ein spekulativer Ansatz. Aber im Grunde nutzt man ja genau den Effekt, dass man zwei miteinander korrelierende beziehungsweise zwei konträr gegenüberstehende Märkte gleichzeitig handelt, um ein gewisses Grundrisiko aus dem Markt herauszunehmen. Zum Beispiel eben hatte ich gesagt, wenn Sie hier die Indizes handeln wollen, beispielsweise über die Micro, Mini oder normalen Futures, dann können Sie natürlich gucken, welcher von den Indizes, Dow, Nasdaq, S&P oder europäische Indizes, welcher ist besser, welcher ist schlechter gelaufen und dann kann man natürlich darauf spekulieren, dass man relative Stärke kauft und Schwäche verkauft. Man kann aber auch die andere Richtung gehen. Wenn man sagt, der ganze Spread ist zu weit auseinandergegangen, das ist zu viel Risiko, das wird nicht ewig so weitergehen, ich gehe dann in die andere Richtung, auch das ist tendenziell möglich. Das ist, wie gesagt, das ist schon so ein bisschen eigentlich Spread Trading, ist eigentlich eine reine Tradingsform, aber es hat doch sehr, sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Hedgen allgemein. Deswegen habe ich es hier einfach mal als kleines Schlagwort mit aufgenommen. Also diese Gründe fallen mir ein und ich bin mir sicher, Ihnen fallen auch noch 5 oder 10 weitere Gründe ein, nämlich bezogen auf Ihr Portfolio, auf Ihre Strategie, auf Ihre Erwartungshaltung, auf Ihre Risikoneigung, warum Sie noch den einen oder anderen Hedge starten könnten. Und dann ist es auch legitim. Wie gesagt, selbst bei dem Objekt, bei dem Punkt emotionale, also Hedging aus emotionalen Gesichtspunkten kann ich als Coach zwar sagen, rein objektiv ist das problematisch, aber wenn es rein subjektiv immer noch zu einem besseren Ergebnis führt als ohne diesen Hedge, dann sollte man es natürlich machen. Zumindest sollte das Gesamtergebnis dann profitabel sein. Gut, schauen wir noch an, wie wir so ein bisschen beim Hedge vorgehen, weil da wird es natürlich dann im Zweifelsfall auch kompliziert, hatte ich schon gesagt. Weshalb ich wirklich sage, gerade so für den, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher sollte man nicht unbedingt auf die schweren Produkte zurückgreifen, wie Optionen und Co. Da haben Sie einfach zu viele Variablen, die Sie im Grunde prognostizieren müssen, die Sie beachten müssen. Der Future ist da natürlich wesentlich einfacher gestrickt und hat im Grunde eine viel direktere Art und Weise des Hedges. Was sollte man, beziehungsweise wie sollte man vorgehen, wenn man seinen Hedge berechnen möchte? Klar könnte ich jetzt 3 Millionen Beispiele bringen, aber 3 Millionen Beispiele, A, haben wir die Zeit auch hierfür nicht und B, letztendlich ist das Vorgehen immer wieder das Gleiche. Und deswegen werde ich nicht groß mit Zahlen arbeiten, finde ich auch langweilig, sondern das Vorgehen nochmal kurz mit Ihnen beleuchten. Wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist es auch gar nicht schwer und dann ergeben sich die Rechnungen im Grunde von ganz alleine plus minus mal durch, mehr kann ja nicht dabei rauskommen. Und zwar sollten Sie als erstes immer gucken, was wollen Sie hedgen? Also, welches Risiko wollen Sie hedgen? Risiko gegen fallende Kurse, Risiko gegen steigende Kurse, wenn Sie ein Short-Portfolio haben, Risiko Volatilität, Risiko News, was auch immer. Sie sollten überlegen, in welchem finanziellen Rahmen wollen Sie hedgen? Also, welches Portfolio, ein Hedge ist ja eine Versicherung, das heißt, welches Grundprodukt wollen Sie gegen bestimmte Ausfälle absichern und wie hoch soll diese Absicherung sein? Und mal Hand aufs Herz, es ist eine Frage, ob man bei einem 500-Euro-Depot wirklich noch irgendwas hedgen sollte. Das wird sich unter Umständen anhand der Gebühren einfach auch schon nicht lohnen. Oder wenn man meint, ja, da könnte jetzt mal ein 30-Punkte-Rutsch im DAX kommen, man ist aber als Investor unterwegs, dann ist natürlich die Frage, ob das lohnt, jede kleine Kleinigkeit im Grunde abzuhedgen. Das heißt, achten Sie wirklich auch darauf,
Wie groß soll der Hedge sein? Wie finanziell? Welche Rahmenbedingungen wollen Sie einhalten? Es ist schon ein Unterschied, wenn Sie ein Aktienportfolio in einer gewissen Größe haben und sagen, Sie möchten oder haben Angst vor einem 20%-Rutsch in den Indizes. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Da kann man ja eben schon ordentlich was machen, ohne größeren Aufwand. Future rein, dann haben Sie nämlich eine 1-zu-1-Konstellation zwischen der Kursentwicklung in den Indizes und einer Kursentwicklung in Ihrem Future und natürlich auch eine entsprechende Konstellation in Ihrem Depot. Ganz einfach, wenn Sie also den finanziellen Rahmen so ein bisschen abgesteckt haben, also das Szenario abgesteckt haben, auf das Sie sich auch vorbereiten, auch finanzieller Natur, ist natürlich noch der zeitliche Rahmen wichtig, gerade wenn man dann doch so versucht ist, woanders mal einen Abstecher in Optionen und Co. zu machen. Aber auch selbst als Future-Trader müssen Sie natürlich einen gewissen zeitlichen Rahmen haben. Denn Sie wissen, Futures sind Terminkontrakte. Als Terminkontrakt wird einfach, ja, auch ein Future hat eine Laufzeit. Wenn die ausläuft, müssen Sie rollen. Das heißt, Sie müssen den nächsten Kontrakt kaufen. Und das heißt, eventuell entstehen dort vielleicht ja kleinere, zumindest entsteht Aufwand im Sinne, altes Produkt raus, neues Produkt rein und so weiter und so fort. Und dann sollte man überlegen, ja gut, muss ich rollen, wenn ich 3, 4, 6 Monate, 8 Monate, 10 Monate, 12 Monate mich hedgen muss, dann kostet mich das natürlich nochmal Geld. Nicht nur Gebühren am Orderbereich, sondern denken Sie bitte daran, sämtliche Produkte, auch Futures, sind zinsabhängige Produkte, weil Sie ja heute, also gerade die Terminkontrakte, weil Sie heute ein Geschäft abschließen, was erst in ferner Zukunft wirklich verpflichtend bei einem Future zum Tragen kommt. Und das heißt natürlich, wenn Sie heute was machen, dann stellt der eine Liquidität, der andere gibt Liquidität. Das sind Geldgeschäfte und in unserer Welt macht man eigentlich nichts umsonst, also kosten Futures Geld. Immer in der Regel Aufgeld, in normalen Zeiten ist das Aufgeld immer größer. Stellen Sie sich das einfach als Lagerkosten vor. Auch bei einem Future, bei einem DAX-Future in normalen Zeiten hätten wir Lagerkosten, wenn Sie so wollen. Und diese Lagerkosten werden natürlich im Future nicht extra abgerechnet, kriegen Sie keine Rechnung nach Hause geschickt, sondern die werden dort in sogenannten Aufschlägen versteckt und die Aufschläge bauen sich im Laufe der Zeit ab und das sind die Finanzierungskosten im weitesten Sinne und die müssen Sie natürlich auch bezahlen. Deswegen ist der zeitliche Rahmen wichtig, weil das nochmal ein zusätzlicher Faktor ist, der auf Sie zukommt und dann ist wieder, Sie merken schon, wie das Wechselspiel ist. Wenn ich dann einen hohen zeitlichen Rahmen habe, mit hohen zeitlichen Kosten, Finanzierungskosten, aber nur ein mikromäßiges Depot mit einem mikromäßigen finanziellen Risiko, was ich absichern will, gegen fallende Kurse, dann kommt man einfach irgendwann mal an den Punkt und sagt, okay, das lohnt sich einfach gar nicht mehr zu hedgen. Ich fahre fast besser, wenn ich das nicht mache, weil man darf ja auch nicht vergessen, der Hedge ist ja, also wenn ich wüsste, dass die Kurse fallen, dann würde ich ja nicht hedgen, dann wäre ich ja schön blöd. Dann würde ich im Zweifelsfall wirklich mein Portfolio verkaufen und würde auf die Short-Seite spekulieren, auf die andere Seite spekulieren. Aber ich weiß ja auch nicht hundertprozentig, ob etwas passiert und ob das Dramatische passiert. Deshalb nutze ich ja diesen Hedge. Wenn ich etwas weiß, würde ich anders agieren. Und insofern muss man dann eben gucken, irgendwann sind die Kosten auch einfach mal zu groß. Der zweite Aspekt, wo man dann im Grunde gucken muss, ist, wenn man die ganzen Rahmenbedingungen bestimmt hat, dann schaut man eben tatsächlich danach, welches Produkt eignet sich für mich, für meine Laufzeit, für meinen zeitlichen Rahmen, Futures, Optionen oder was auch immer. Wie gesagt, Futures sind die wenigen Produkte oder sind die Produkte, erstens werden sie an der Börse gehandelt, sind damit professionelle Produkte, zweitens momentan auch, ja, was die US-Märkte selbst in Europa schon angeht, gibt es schon relativ gute Stückelungen, wie gesagt, die Micro-Futures ja mit sehr, sehr kleinen Stückelungen, wo man sehr gut auch kleinere Depots mit absichern kann über längere Zeiträume. In Europa, ja, der Bund Future kostet ein Future 10 Euro pro Punkt, dann der Euro Stoxx 50 als europäischer Index auch 10 Euro pro Punkt, der DAX Mini Future 5 Euro pro Punkt, also da geht das auch schon, aber in den Amerika sind die Micro-Futures ja jetzt auch noch relativ neu und die sind dann nochmal eine Ecke besser, weil sie kleiner gestückelt sind, zumindest für kleinere Depots. Aber man muss eben gucken, was passt nicht. Wie sind die Spreads, wie sind die Gebühren und so weiter und so fort. Futures, wie gesagt, aber der große Vorteil, dass sie eben direkt berechenbar sind. Ein Punkt hoch im Future sind eben, je nachdem, welchen Future-Kontrakt Sie handeln, 5 Dollar, 50 Dollar, 10 Euro oder eben 5 Euro beim DAX Mini Future. Letzter Punkt,
Und das ist dann das Tatsächliche, wo man einfach mal ein bisschen berechnen muss und ein bisschen gucken muss, wenn man sich für ein Produkt entschieden hat. Man also weiß, was bewegt sich das Produkt, wenn ich ein Stück kaufe und der Kurs des Indexes, der da zum Beispiel hintersteht, um einen Punkt steigt oder fällt, dann hat man natürlich die Möglichkeit hier zu sagen, okay, ich gehe in die entsprechende, in das Produkt rein und ich muss jetzt gucken, wie viel Stück davon kaufe ich. Da sollte man auch hier wieder die Tickwerte berücksichtigen, die Volatilität eventuell, 1, 2, 3 eventuell berücksichtigen, Verfallstermine berücksichtigen. Und das gilt natürlich umso mehr, umso, ich sag mal, ja, umso, jetzt fällt mir das passende Wort nicht ein, umso exotischer, das ist es, der Hedge ist. Aber man kann natürlich auch zum Beispiel einen Aktienhedge mit einem Gold Future kaufen. Haben wir auch schon behandelt, Gold Future. Das heißt, wenn man sagt, man geht davon aus, das Kapital wird eher aus Aktien rausgezogen, wir werden da eher Krisen bekommen, dann ist Gold ja immer der sichere Hafen, kann man natürlich auch mit Gold hedgen. Aber dann muss man auch wissen, was ist eben Gold Future, wie groß ist der, wie klein ist der, wie sind die Laufzeiten und so weiter und so fort. Und wenn man das weiß, dann ist es am Ende nur noch kurz plus minus mal durch, je nachdem, und kann dann sehr, sehr einfach rechnen. Wichtig auch beim Hedgen. Zum Beispiel, warum eben auch so Optionen nicht ganz unwesentlich sind. Es kann Ihnen beim Hedgen passieren, dass Sie grundsätzlich immer wieder Anpassungen vornehmen müssen, weil Sie je nach Marktbewegung, also wenn man jetzt kauft und einen Hedge liegen lässt, also oder einen Hedge eingeht, muss man nicht zwangsweise denken, dass die Sache damit erledigt ist, sondern es kann Ihnen, nehmen wir mal an, das stellt das Risiko da, Risiko X, welches, wie immer das da, was immer da auch hintersteckt, was Sie hedgen wollen. Und mit dem Hedge, in dem Moment, wo Sie den Hedge eingehen, hier zu diesem Zeitpunkt, wären Sie tatsächlich, hätten Sie dieses Risiko genau auf das Ihnen, also von Ihnen gewünschte Maß gestutzt. Dann kann es im Zeitablauf durch eben, je nachdem, was für ein Produkt Sie nutzen, kann es Ihnen passieren, dass Sie mal über und mal unterhedged sind. Und jetzt ist es natürlich so, das sage ich wirklich gerade bei solch einem Thema kann es sehr spannend werden. Das sage ich natürlich dann, wenn man die Produkte nicht kennt und auf einmal wirklich unterhedged ist und genau in diesem Fall oder zu diesem Zeitpunkt, hier steht die Zeit dran, T, zu diesem Zeitpunkt tritt der Versicherungsfall ein, dann haben Sie natürlich ein Problem. Dann sagen Sie sich, hey, kann doch nicht sein, ich habe das doch perfekt ausgerechnet. Ja, Sie haben aber die Produkt, deswegen sage ich, Sie haben die produktspezifischen Spezifikationen nicht berücksichtigt, kommen dadurch in gewisse Probleme und haben dementsprechend dort ja ein Unterhedging oder ein Überhedging. Und da muss man natürlich reagieren, denn wenn Sie den Hedge zum Überhedging oder ähnlichem falschen Zeitpunkt auflösen wollen, kann Sie das auch zusätzliches Geld kosten. Das vielleicht mal am Rande. Insofern auch immer mal zumindest mal kurz nachdenken, kann ich in solch eine Situation hineinrutschen. Mit Futures wird das tendenziell nicht so der Fall sein, aber ich will jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, dass es da auch nicht Sonderkonstellationen gibt. Trotzdem, also mal kurz überlegen und auch anhand der eigenen Ziele und Rahmenbedingungen das Ganze abstecken. Ja, soweit dann zu der Hedging-Geschichte. Kurzer Einblick in das Hedging. Für mich wichtig zusammengefasst ist nochmal, bitte denken Sie daran, Hedging ist eine wirklich feine Sache. Man kann mit Hedging ein paar sehr interessante Ziele verfolgen, aber es sollten sinnvolle Ziele des Hedgings sein und nicht einfach aus dem Bauch heraus. Denken Sie auch bitte daran, dass das Hedging zwischen einem privaten Trader und einem institutionellen Trader ganz anders aussieht. Und zwar, weil die Rahmenbedingungen ganz andere sind. Man darf und kann das nicht vergleichen, zumindest in der Bedeutung des Hedging nicht. Das sollte man immer sich bewusst sein, wenn man, wie gesagt, mal auch mit Profis spricht, die eben aus dem zum Beispiel ganz normalen institutionellen Banken- und Brokerbereich kommen. Die werden Ihnen über das Hedging, wie gesagt, die werden diesen Stellenwert ganz anders einschätzen als Sie als privater Trader. Aber da sind die Voraussetzungen auch ein paar andere. Ansonsten ist das Hedging tatsächlich gar nicht so kompliziert und schwer, macht, wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle auch Sinn. Für mich eben noch ein wichtiger Leitsatz am Ende. Denken Sie einfach dran, betrachten Sie das Hedging quasi als eine Art Versicherung. Wenn Sie das im Kopf haben, werden Sie auch selbst schnell überlegen. Machen Sie bei einer normalen Versicherung, Kfz-Versicherung, Lebensversicherung doch auch. Sie überlegen, lohnt sich der Kosten-Nutzen-Aufwand, ja oder nein? Und wenn Sie sagen, ja, er lohnt sich, ich fühle mich besser oder was auch immer, dann machen Sie das Ganze auch.
Und das ist natürlich auch beim Hedging im Bereich des Tradings relativ gut. Wie hoch ist im, das ist zum Beispiel, jetzt kommen noch ein paar Fragen rein, die würde ich gerne noch beantworten. Und zum Beispiel, wie hoch ist der prozentuale Anteil beim Rollen eines Futures? Mache ich keine Aussage, weil das hängt, warum, Rudi, mache ich da keine Aussage? Weil das von den Zinsen abhängig ist. Ich meine, wir leben momentan in der Nullzinspolitik. Ich habe mein Haus damals gebaut, da hat man mir gesagt, Mensch, René, du hast 4,6% Bauzinsen, das ist schon niedrig. Das war mal bei 6 oder 7. Mittlerweile kriegt man ja Baukredite, ja gut, nicht nachgeschmissen, aber die Zinsen sind ja im Bodenlosen verschwunden, nur um mal die Konstellation zu sehen. Und wenn die Zinsen, weil Rollover-Kosten sind nichts anderes bei Futures als Haltekosten, Finanzierungskosten, und die können groß sein. Und bei einem Finanzfuture wie den Index-Future, da reduzieren sich diese Rollover-Kosten am Ende der Laufzeit nahezu auf null. Das gleicht sich ja immer wieder an. Aber es gibt bei Rohstoffen zum Beispiel, da kann das schon exorbitant sein. Übrigens kann man aus diesen Rollover-Kosten, das sind manchmal nicht nur Kosten, manchmal gewinnt man auch was. Auch das ist möglich. Das hängt alles von der Konstellation ab. Deswegen, ich habe überhaupt kein, also deswegen A, finde ich so eine Durchschnittszahl relativ daneben, weil die tatsächlichen Werte stark davon abschweifen können. Und der zweite Punkt ist, ich habe auch keine Durchschnittszahl. Von daher muss ich schon von der Seite her passen. Vielleicht kann der Philipp was dazu sagen, dann wäre das natürlich möglich. Jetzt habe ich natürlich eine ganze Menge an Chatbeiträgen auch wegen dem Ton. Wenn Sie jetzt noch eine Frage haben, dann vielleicht unten die am besten nochmal stellen. Dann brauche ich nicht ganz so viel nachlesen. Das kann nämlich sein, dass ich durch die ganzen Tonprobleme dann einiges überlese. Können Sie ein Beispiel erläutern? Wird gefragt, bei dem Hedging wahrscheinlich von Aktien oder bei der Rechnung hier. Ja, ist relativ, also wie gesagt, nehmen wir an, ich habe ein 100.000-Euro-Portfolio. Es geht immer, der Weg ist wichtig. Diese drei Punkte, 100.000 Euro oder nehmen wir mal ein Dollar-Portfolio. Ich möchte mich gegen eine 20-prozentige Kursabfall in den Indizes absichern. Der Index steht jetzt, ich nehme jetzt einfach eine runde Zahl. Der Index steht bei 5.000 Punkten. So, 5.000 Punkte. Ich gehe davon aus, wir werden vielleicht 20% im Crash verlieren. Mein Portfolio ist in etwa, ich sage mal, 1:1 mit dem Index korreliert. Das heißt, wir haben ja eine Korrelation, wenn der Index steigt oder fällt, dann fällt tendenziell auch mein Portfolio. Und ich nehme jetzt einfach mal 1:1. Das ist auch noch eine wichtige Konstellation, wie stark hängt mein Wert, mein abzusichernder Wert mit dem Hedging-Produkt zusammen. Wenn da gar kein Zusammenhang ist, dann lohnt der Hedge nicht. Sie müssen immer Produkte nehmen, die zusammenhängen, die miteinander verflochten sind. Wenn das Verflechtungsverhältnis 1:1 in etwa ist, das ändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Das ist es genau das, wo ich hier unten gesagt habe, Sie können mal über- und unterhedged sein. Wenn das 1:1 ist, dann bedeutet das ganz einfach, dass ich 1000, also ein Fünftel, dass ich mit einem Verlust von 1000 Punkten rechne. Oder im Index und dass ich in meinem Portfolio mit einem Verlust von 20.000 Euro rechne. Ja, und dann ist es ganz einfach. Oder 20.000 Dollar. Nehmen wir mal an, ein Future-Kontrakt kostet 5 Dollar. Ich habe jetzt mal willkürlich irgendwas genommen, um nicht zu viel zu nicht zu klein oder zu groß zu sein. 5 Dollar. Ich will 20.000 Dollar oder 20.000 Dollar verdienen bei einem 1.000-Punkte-Rutsch. Das heißt, pro gehandeltem Kontrakt, 5 Dollar ist ein Kontrakt, wenn mein Szenario eintritt, verdiene ich pro gehandelten Kontrakt fünfmal diese 1.000 Punkte, also 5.000 Dollar. Da mein Konto 20.000 Dollar fallen würde in etwa und ich gerne voll gehedged wäre, muss ich also 4 Kontrakte kaufen. So, Sie sehen schon, wie viel, das ist jetzt bei einem Future. Und ein Future ist das Produkt, wo es gar nicht diese Volatilitätseinflüsse und Co. gibt. Also ein sehr direktes Produkt. Und selbst hier sehen Sie schon, wie viele Annahmen da drinne stecken. Und bei jeder Annahme kann ich mich irren. Diese Variable 1:1 kann sich verändern. Der 20-prozentige Anstieg oder Einbruch ist zu groß oder zu klein. Und so weiter und so fort. Aber so gehe ich vor. Also im Grunde, was habe ich, ist jetzt ein bisschen unübersichtlich. Was habe ich? Welches Produkt nehme ich? Den Future dazu. Was erwarte ich an Risiko? Wie stehen beide in Zusammenhang? Und dann kann ich mir das Geld nicht ausrechnen. Ich hoffe, das ist jetzt so ein bisschen klar geworden.
Wenn ich jetzt dann, das könnte ich auch noch mit anderen Produkten machen, mit anderen Szenarien, aber das Vorgehen ist immer das gleiche. Man schaut sich an, was sind die Ziele des Hedges, also was will ich absichern, gegen welche Risiken, in welcher Höhe. Dann wähle ich das Produkt aus, da muss ich gucken, wie reagiert das Produkt und dann fange ich einfach an, im Grunde das zu dividieren. Das Beispiel war jetzt natürlich sehr, sehr schnell, aber ein anderes Produkt, wenn ich jetzt ein Aktienportfolio mit Optionen abhedgen möchte, dann ist die Rechnung vom Grundprinzip zwar genauso, aber im Detail muss ich noch Vola berücksichtigen und dann wird es echt kompliziert. Deswegen ist das problematisch. Gut, weitere Fragen sind jetzt nicht aufgetaucht. Zumindest nicht jetzt zum Hedging allgemein. Unten hat keine etwas wiederholt. Und da die Zeit auch schon relativ fortgeschritten ist, würde ich dann sagen, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie gesagt, nächstes Mal im Webinar, einmal bin ich ja noch da, dann mache ich auf alle Fälle, also da geht es um mein eigenes Trading, meine Trading-Strategien und so weiter und so fort. Und da werde ich auch ein bisschen mehr Fragezeit eventuell mit einräumen, damit Sie auch vielleicht noch grundsätzlich ein paar Fragen loswerden können zu den Themen, die wir in den letzten Wochen und Monaten besprochen haben. Für heute danke ich aber, möchte mich von Ihnen verabschieden. Aber bevor es losgeht, kleiner Hinweis noch. Und zwar hat der Herr Philipp noch etwas, weil wir heute ja beim Thema Hedging waren und uns das Hedging auch sehr intensiv mit den Microfutures angeschaut haben. Da gibt es nämlich noch eine Option und die wollte der Philipp kurz noch erwähnen. Hallo ja, Philipp. Genau, du hast das ja gerade auch schon auch anhand der Frage beschrieben, wie man grundlegend vorgeht, praktisch dann wirklich für ein Hedging. Und das wird hier in diesem Online-Kurs auch nochmal beschrieben. Also wenn Sie auf der Webseite sind, oben links dann in den Wissensbereich gehen und dann auf das Online-Training, dann haben wir hier nochmal CME Futures und dort auch nochmal ein Kapitel. Das letzte Kapitel ist dann auch nochmal die Absicherung mit Microfutures und da wird auch eigentlich mehr oder weniger so ein Beispiel, was du schon gerade gezeigt hast, auch nochmal beschrieben. Es gibt dort auch ein Video, wo das also Ganze auch nochmal grafisch aufbereitet anhand eines Beispiels dargestellt wird, wie man dann denn praktisch wirklich in der Praxis vorgehen kann für das Hedging dann in dem Falle mit den Microfutures. Ja, ansonsten, du hast es auch schon gerade angesprochen, René, in 2 Wochen findet das nächste Webinar statt, also am 26.09. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir Sie da alle wieder begrüßen dürfen. Gerne direkt eintragen über die Webseite, dann bekommen Sie auch rechtzeitig die Erinnerung und den Zugangslink zugeschickt. Ansonsten, ja, bedanke ich mich dann auch im Namen von Linksbroker ganz herzlich für Ihre rege Beteiligung und die Teilnahme. Und wünsche einen angenehmen Abend und auch wenn wir es erst Donnerstagabend haben, schon mal ein schönes Wochenende und viel Erfolg weiterhin beim Handel.